Also, ich hoffe gerade den Druck hier recht spannend zu erzählen. Also, weil für mich ist es schon immer ein bisschen komisch, weil ich eben sehr viel über mich selber rede, logischerweise, weil es ja meine Biografie ist. Aber meine Intention ja tatsächlich ist halt darüber zu reden, also so ein Stück DDR-Geschichte, weil ich denke, dass es eben tatsächlich dringend notwendig ist, dass wir die DDR-Geschichte auch von links aufarbeiten und es nicht halt den Bürgerlichen oder jetzt gar den Rechten überlassen, die ja nun die Wende vollenden hier. Also und ja, und eben weil ich halt dann am besten natürlich meine eigene Geschichte erzählen kann, weil ich die am besten kenne, logischerweise. Mache ich das? Ich werde versuchen, chronologisch vorzugehen, also faktisch tatsächlich einfach ja, meinen Lebenslauf so ein Stück zu erzählen. Ich versuche das jetzt auch ein bisschen zu raffen. Ich hoffe, ich verliere nicht allzu oft den Faden zwischendurch, also dass mir irgendwelche Sachen entfallen, wo ich denke, dass die doch wichtig sind. Wie gesagt, da hinten sind Auszüge aus meinen Akten. Also, da ist immer so ein Stück von so einem Beobachtungsbericht, also wo die offensichtlich mir hinterhergelaufen sind. Dann ist ein Teil von einer konspirativen Wohnungsdurchsuchung. Und was war das andere? Und ja, die Auswertung. Die Observierung. Und eine Observierung, ja, genau. Also das kann sein, dass das ein bisschen durcheinander ist, aber ist vielleicht trotzdem ganz interessant. Also ich bin 1965 geboren in Schwedt-Oder. Schwedt-Oder ist im Nordwesten von der DDR, also an der polnischen Grenze. Früher kannte das jeder, weil Schwedt den Armeeknast hatte und PCK, Petrochemisches Kombinat, also die Erdöltrasse Druzhba endete dort in Schwedt. Und heute ist es manchmal ein bisschen schwierig, da wissen die Leute nicht so richtig, wo Schwedt ist. Ist ja auch egal, jedenfalls ist es Brandenburg, Uckermark. Schwedt ist im Krieg sehr zerstört worden und war dann in so einem Industrialisierung des Nordens, also war so eine Kampagne in der DDR, wurde eben dort wieder vollkommen neu aufgebaut. Also Schwedt ist eine absolute Neubaustadt, also mit einem ganz kleinen historischen Kern. Und ich glaube, das ist insofern auch wichtig, weil das auch so eine sozialistische Vorzeigestadt war. Also ich habe also festgestellt, also nicht erst jetzt, sondern schon vorher, dass natürlich manche Sachen in verschiedenen Städten oder in verschiedenen Gegenden völlig anders abgelaufen sind, oder sagen wir mal nicht so hart sozialistisch wie in Schwedt, aber dadurch, dass eben Schwedt eben völlig neu aufgebaut wurde, war das offenbar tatsächlich auch so ein richtiges Programm halt, die Menschen dort richtig eben in die Sozialisten. Also diesen Sozialismus würde ich eigentlich lieber in Anführungszeichen setzen, ne, weil ja mit Sozialismus das meines Erachtens letzten Endes nicht so viel zu tun hatte. Was ist das? Ach wirklich? Ist ja witzig. Aber nehme an, du bist ein bisschen jünger als ich, oder? Ja, ich bin 42. Ist ja lustig. Also dadurch, dass meine Mutter Invalidenrentnerin war, bin ich nicht in den Genuss von Kinderkrippe und Kindergarten gekommen. Das heißt, also ich wurde nicht von Anfang an indoktriniert innerhalb dieser Kindereinrichtungen, bin dann halt in der ersten Klasse also eingeschult worden, wie alle anderen auch. Und dann ist es so, dass man von der ersten bis zur vierten Klasse automatisch Jungpionier war. Also man wurde im Dezember in der ersten Klasse halt aufgenommen in die Jungpioniere bis zur vierten Klasse. Da gab es blaue Halstuch. Ab der vierten Klasse war man dann Themapionier mit dem roten Halstuch. Und in der achten Klasse wurde man dann FDJler oder FDJlerin, also Freie Deutsche Jugend. Da gab es dann das Blauhemd, so. Ich war eigentlich eine sehr engagierte Schülerin, also ich war im Gruppenrat, eben weil Gruppenrat ist eben sozusagen das Gremium gewesen für die Pioniere und dann später im Freundschaftsrat, was eben für die FDJler war. Also ich war auch bis zur 10. Klasse Freundschaftsratsvorsitzende gewesen, also weil ja, das war einfach totaler Usus. Also ich habe darüber nie wirklich nachgedacht.
bis zu einem bestimmten Alter, wo dann eben tatsächlich irgendwie so Sachen kamen, die ja, also sicherlich auch teilweise mit der Pubertät, wenn man dann anfängt halt so zu rebellieren oder so, dass man dann, also zumindest, nicht sag mal das Mann, sondern ich, also ich rede mal von mir, weil ich natürlich nicht weiß, wie alle anderen so gedacht, funktioniert oder gefühlt haben, mir irgendwann dann stank, tatsächlich irgendwie immer nur das sagen zu dürfen, was gehört werden soll oder eben auch Dinge zu fühlen, die ich nicht fühle, also eben diese, dass ich eben tatsächlich frei sagen konnte, wie was ich wollte oder so, war nicht drin. Also das, also was relativ schnell zu verstehen war für mich, war auch, dass Lehrerinnen und Lehrer immer sagen, ihr könnt mit uns reden, wenn ihr irgendein Problem habt und so weiter und so fort. Und das war eben eigentlich nie möglich. Also wenn man jetzt tatsächlich irgendwie was anders sah oder so, war dann immer sofort diese, darüber diskutiere ich mit dir nicht. Also was eben schon als ziemlichen Widerspruch empfand. Und was mich auch ziemlich angekotzt hat, war, das war ja auch relativ militaristisch so unsere Schulzeit. Also vielleicht fand ich es anfangs noch relativ spannend, ne, so in Reihe und Glied zu laufen und halt irgendwelche Handgranaten zu werfen oder sowas in der Art. Aber irgendwann kommt dann eben so ein Denken, wo du denkst, also irgendwie stimmt das nicht. Also weil dann eben doch immer so diese Abrüstungsprogramm, also für eben den imperialistische Welthälfte war. Und da kamen dann eben so langsam Fragen hoch. Also in der 7. Klasse ging ja dann der Staatsbürgerkundeunterricht los. Und also wenn ich zum Beispiel die Frage gestellt habe, ja, aber warum soll eben der Imperialismus abrüsten und wir nicht? Also dann hieß es eben, der Friede muss bewaffnet sein. Und dann kam immer dieses Gedicht, ich glaube von Bertolt Brecht ist das, mit dem Igel, der eben sein Fell übergeben soll. Kennt ihr sicherlich nicht, ne? Also ich kann es jetzt leider nicht sagen. Also ich krieg's jetzt nicht zusammen. Jedenfalls fingen dann so langsam die Probleme an, so, also ganz einfach, weil ich Fragen gestellt habe. Ich habe mir dann auch Leute gesucht, die nicht so in diese alltägliche Bild gepasst haben. So, also die hatten dann eben lange Haare und damals war eben so eine Szenekleidung so Shellparker und Kletterschuhe. Also das waren so im Sprachgebrauch eben die Gammler. Also tatsächlich auch im Stasi-Sprachgebrauch. Also die wurden ja so kategorisiert und eine Kategorie war eben die Gammler. Und habe ich letztens so eine Zeichnung gesehen, war total witzig. Also aus einer Stasi-Akte, nicht aus meiner, aber wahrscheinlich hat es mich einfach dahin gezogen, weil das eben anders war. Ne? Also ich meine, du hattest ja schon irgendwie einen sehr vorgegebenen Lebenslauf so und irgendwie denke ich, ist es natürlich auch eine Mentalitätssache, dass sie irgendwie so ein Unbewusstes so da rausbrechen wollen oder so. Ne? Also das war ja jetzt noch keine politische Dimension, die da in meinem Kopf war, sondern einfach dieses, ich will nicht so funktionieren, wie ich zu funktionieren habe. So. Und durch diese Menschen, die es in Schwedt eben auch gab, also es waren nicht allzu viele, aber die gab es eben auch. Also bin ich tatsächlich auch mehr so in diesen kirchlichen Kreis mit drin gerutscht, also der in Schwedt auch sehr offen war für eben, ich sage jetzt mal, Andersdenkende. So, also das war, hatte jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass jetzt alle dem Glauben anhaften mussten, sondern tatsächlich war wie so ein Sammelbecken. So. In der Stasi-Akte stand bei mir auch, dass ich im evangelischen Glauben erzogen worden wäre, was tatsächlich nicht stimmt. Also meine Erziehung war streng atheistisch. Also dann war das so gewesen, dass ich war eine sehr gute Schülerin gewesen. Dadurch konnte ich mir auch relativ viel Sachen erlauben. Also das war tatsächlich so. Also ich war auch eine sehr aufmüpfige Schülerin gewesen. Also weil ich vermutlich einfach sowieso von Natur aus eine große Klappe habe. Und aber dadurch, dass die große Hoffnung in mir hatten, so also mich zum Kader zu machen oder so, wurde mir auch relativ viel nachgesehen. Also ich habe tatsächlich den einen oder anderen Klassenleitertadel bekommen und sollte auch einen Schultadel bekommen.
so, weil ich eben teils sehr vorlaut war, so. Aber sie wollten halt mich zur Lehrerin machen, so. Also sie waren der Meinung, ich wäre eben geeignet dafür, Lehrerin zu sein. Ich bin Gott sei Dank nicht geworden. Also Gott sei Dank in Bezug darauf, die armen Schülerinnen und Schüler, also weil ich wirklich absolut null pädagogische Fähigkeiten habe. Also, Entschuldigung, ich klatsche. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zur Betonwerkerin mit Abitur. So, und inzwischen war ich dann schon so weit, dass ich schon gedacht habe, scheiße, ich will diesen ganzen Mist nicht mehr, ich will die FDJ nicht mehr, ich will nicht diesen Gleichlauf dauernd sein und so. Und also es kam tatsächlich auch schon so eine Diskussion auf, also wie dieser Staat zu verändern wäre, also halt innerhalb unseres Freundeskreises, also aber natürlich immer wirklich in diesem Ding, also es war nie irgendwie in meinem Kopf, dass der nicht sozialistisch sein sollte oder so, ne? Also diese Idee des Sozialismus, also war tatsächlich extrem stark in mir verfangen, ne? So, aber eben tatsächlich den besser zu machen, zu einem wirklich guten sozialistischen Staat, der eben für Menschen eben gut ist, also dass alle wirklich tatsächlich die gleichen Rechte und so weiter haben und man eben auch frei seine Meinung sagen kann. Und genau, dann habe ich, also dann, dass ich dann, also ich bin nach Frankfurt-Oder gegangen zur Ausbildung, und da ging es dann los, dass sie mich in die FDJ-Leitung wieder wählen wollten, und da habe ich dann erstmal gesagt, nee, mache ich nicht. Ich will nicht mehr in die FDJ-Leitung. Ich war noch nicht so weit zu sagen, hier, ich will nicht mehr in der FDJ sein. Also ich hatte das schon im Kopf, aber ich hab mir das, so weit war ich trotzdem noch nicht. Und also ich bin jetzt schon angekommen in Frankfurt-Oder, wo ich eine Ausbildung gemacht habe, also Betonwerkerin mit Abitur. Betonwerkerin war nie mein Traumberuf. Also im Grunde genommen war das nur so eine Verlegenheit, weil, also eigentlich wollte ich ja Krankenschwester werden, aber die haben ja mich dann bearbeitet, weil ich eben wegen Lehrerin und so weiter und so fort. Und dazu brauchte man nicht Abitur. Ich hatte mich natürlich für die erweiterte Oberschule, also EOS, nicht entschieden, weil ich immer Krankenschwester werden wollte und dazu hätte ich kein Abitur gebraucht. Jedenfalls haben die mich so lange bearbeitet, bis sozusagen ich weder einen EOS-Platz noch gekriegt habe, weil es eben zu spät war, noch ich mich hätte bewerben können für eine Krankenschwester-Ausbildung. Und da war sozusagen diese Ding, ja, dann wenigstens mit Abitur, Beruf mit Abitur, Betonwerkerin, na toll. Also Tatsache war aber, dass diese 3 Jahre in Frankfurt oder eine der wichtigsten 3 Jahre in meinem Leben waren, insofern, also was meine persönliche Entwicklung betraf. Also ich hatte schon gesagt, die wollten mich dann dort wieder in die FDJ-Leitung holen, weil ich natürlich von meinem Leumund her also dafür prädestiniert war offenbar. Ich habe tatsächlich wirklich immer gerne Dinge organisiert und so, ne? Also also heute würde ich sagen, Netzwerkarbeit gemacht und so, ne? Also das war, das habe ich schon immer wirklich gerne gemacht. Und deswegen, denke ich, war ich dafür auch prädestiniert. Das war dann sozusagen für die das erste Mal so ein Schock gewesen, als ich gesagt habe, nee, mache ich nicht. Also ne, so weit gab es eigentlich nicht, dass dann jemand gesagt hat, nee, also ich will den Scheiß nicht weitermachen. Ich musste mich dann viel rechtfertigen, warum. Und habe dann irgendwas dahin gestammelt, weil das Problem war wirklich gewesen, ich konnte die Dinge, also wie ich sie gefühlt habe oder so, überhaupt noch nicht so richtig in Worte kleiden. Also so. Und ich meine, klar, da war ich damals 16, so, also auch noch ziemlich jung und gerade wirklich dabei, also wie jeder Mensch in dem Leben, also sich überhaupt erstmal irgendwo zu finden oder und naja, dann gingen die Probleme da auch wirklich relativ schnell los. Also ich war inzwischen ja auch angezogen, eben wie entsprechende Gammler, so, also weil ich mich ja schon auch da zugehörig fühlte. Und naja, wir wissen alle, also Dresscodes und so, was das für eine Bedeutung hat für Menschen auch. Und vor allen Dingen eben gerade, wenn man so jung ist auch, ne? Also das war schon mal ein Problem, also woraufhin ich mehrfach auch von Lehrerinnen und Lehrern angesprochen wurde, dass das eigentlich so nicht geht und man sich so nicht kleidet.
Ich glaube, ich habe dann einfach mal gesagt, das ist modern. Und dann war das so gewesen, also dann wurde das langsam heißer. Insofern, also wir waren 12 Mädchen und 12 Jungs in der Klasse. Also die Schülerinnen und Schüler kamen, oder Auszubildenden kamen tatsächlich aus allen Enden und Ecken der DDR. Weil Betonwerker, Betonwerkerinnen mit Abitur gab es tatsächlich nur eine Klasse in der DDR und die war eben in Frankfurt-Oder. Und deswegen kamen die Leute wirklich aus allen Ecken und Enden, was sehr schön war. Also weil da extrem viel verschiedene Mentalitäten auch zusammentrafen. Also das war insofern, also habe ich das extrem positiv in Erinnerung. Und dann sollten wir, weil wir Abiturschülerinnen waren, eben so eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, dass eben, ich glaube, es waren 75% oder 80% unserer Jungs eben mehr als die üblichen 1,5 Jahre Volksarmee machen und sich für mehr verpflichten. Und da waren dann, gab so Kollektivverpflichtungen, waren was völlig Übliches, ne? Also so eine Klasse, ein Verbund oder auch eben ein Kollektiv in der Arbeit, also Kollektivverpflichtung, so. Und dann hatte, ich meine, das ist ja auch eine gegenseitige Disziplinierung, ne? So. Und da hatte ich dann jedenfalls gesagt, nee, das unterschreibe ich nicht. Und dann ging es dann, also dann hatte ich sozusagen mein erstes Tribunal, was mich ziemlich mitgenommen hat, aber ich dann auch, dann komme ich gleich auf. Also das war dann so, dass faktisch von der Ausbildungs, also mein Lehrmeister, der Oberlehrmeister und dann noch von der Schule, also von der war noch eine Lehrerin dabei und eben paar Schülerinnen und Schüler aus meiner Klasse, die mich sozusagen bearbeiten sollten, dass ich diese Dinge unterschreibe. Ich habe mich damals wirklich als Pazifistin gesehen und habe das auch so begründet, dass ich das eben mit der Abrüstung und Armee und alles scheiße. Und jedenfalls kamen dann so verschiedene Begründungen von den Schülerinnen und Schülern, die mich eben jetzt überreden sollten, dass ich das unterschreibe. Soll ich mal blöd rein? Ja. Also länger als 1,5 Jahre verpflichten. Hm. Macht also überhaupt nicht für Frauen überhaupt so. Nee, aber für die Männer, also für die Jungs, ja. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Hm. Ja, genau. Bloß, dass du das auch unterschreiben sollst. Ja, weil ja so eine Klasse, wie gesagt, so ein Verbund ist, so ein Kollektiv und was ja dann eben darauf hinarbeitet, dass alle anderen auch dann so funktionieren, also dass das eben auch durchgesetzt wird. Das meine ich ja, das ist so eine gegenseitige Disziplinierung auch, also wo ja dann wie so ein Plan, der eben ja erfüllt werden muss. Und dann sind alle dafür verantwortlich, wenn der eben nicht erfüllt wird. Das war so 79, 78? Nee, ich bin 82 habe ich Abitur, 82 bis 85 habe ich Abitur gemacht. Jedenfalls haben die dann alles Mögliche erzählt, unter anderem eben auch sowas, du bist ja sowieso ein Mädchen und musst nicht zur Armee, warum interessiert dich das überhaupt? Da habe ich gesagt, wenn mich das nicht interessieren muss, dann muss ich ja auch ja nicht unterschreiben. Naja, und dann habe ich wirklich also inzwischen sehr enge Freundin von mir, damals war sie noch nicht, da war es einfach eine Mitschülerin gewesen, hat dann gesagt, ich weiß ja nicht, was ihr habt, ich unterschreibe das Uni. Und das war für mich so ein Ding, also das war zum allerersten Mal so, dass ich sowas wie Solidarität habe, also ich hätte die zu Boden knutschen können in dem Moment, ne? Also das war so ein grandioses Gefühl, nicht alleine dazustehen vor diesem Haufen, der da mich bearbeitet und dann sagt, ich unterschreibe das auch nicht. Also ich habe sie wirklich geliebt. Also ich lieb's immer noch, aber da in dem Moment. Und dann war die Krux gewesen, also ihr Vater war Abteilungsleiter in dem Betrieb, in dem Ausbildungsbetrieb, den wir arbeiteten, also im Betonwerk Frankfurt-Oder. Und zuallererst gab es eine Wandzeitung dann, also Wandzeitungen waren ja auch sehr beliebt und da stand dann drauf eben Kollektivverpflichtungen von der Klasse, ich weiß jetzt nicht mehr, 11.3 oder so ähnlich, und hier eben das ich und sie sich geweigert haben, das zu unterschreiben. Und dann, also ne, man wurde sozusagen sofort ans schwarze Brett und dann wurde ihr Vater eben bearbeitet, dass er eben Einfluss darauf nehmen soll, dass sie keinen Umgang mehr mit mir hat und die Mutter auch. Und sie hat immer, also es gab noch mehrmals so eine Situation in unserer gemeinsamen Ausbildungszeit und sie hat aber immer gesagt, nee, sie ist meine Freundin, also ihr könnt mich mal so, ne? Also das war für mich eine
eine ganz große Sache. Also so, also von daher ist auch sowas wie Freundschaft für mich auch tatsächlich sowas Heiliges, ne? Also so eine Loyalität untereinander. Und dann folgten eigentlich ziemlich viele Dinge so aufeinander. Also wir hatten dann so eine Sache, also wir waren ja im Internat und da waren eben fünf Personen immer in ihrem Zimmer. Und wir waren eben in unserem Zimmer eben fünf Mädchen und dann gab es zwei Doppelstockbetten und ein Stück weiter weg standen einzelne und die Mitschülerin, die dort in dem Einzelnen sagte, oh, mich kotzt an, ihr könnt abends immer schnacken und ich bin so außen vor, also finde ich doof. Da haben wir kurzerhand das Bett zwischen die beiden Doppelstockbetten geschoben und haben uns viel gefreut, so, ne, war wie so ein bisschen wie eine Höhle und so. Und das war eben, wir haben das vom Donnerstag zum Freitag gemacht, das weiß ich deshalb noch, weil freitags sind wir ja immer wieder nach Hause gefahren in unsere jeweiligen Städte. Und ich saß dann hier zum, das war Chemieunterricht, saß dann mit eben, also wir saßen im Unterricht und dann hieß es plötzlich Heidecke, Hanse, sofort zur stellvertretenden Direktorin. Heidecke ist mein Mädchenname, also wir haben uns wieder angekündigt, keine Ahnung, was wollen die? Also jedenfalls sind wir dahin, dann kamen dann auch, waren dann auch die anderen drei Mädchen aus unserem Zimmer da und da schwante mir schon, also es ging um den Umbau des Zimmers. Und dann brüllte die uns völlig an, gleich so von jetzt auf gleich, so wir würden die Bezirksdelegiertenkonferenz der SED supportieren wollen, weil an dem Wochenende darauf war eben die Bezirksdelegiertenkonferenz der SED bei uns und die waren in unserem Internat einquartiert zum Schlafen und sollten halt in der Aula bei uns eben ihre Konferenz abhalten. Und ja, Sabotage, Boykott und bla bla bla. Also ich hab, boah. Ich musste dann bloß lachen, weil also das ist auch so ein Ding. Also in Verzweiflungssachen muss ich manchmal oft lachen. Also und hab dann irgendwann zu ihr gesagt, also sie machen sich gerade völlig lächerlich. Ich weiß nicht mehr, woher ich das genommen habe. Also diese Frechheit, muss ich sagen. Also und ja, dann ging's erst recht los. Also wer die kommen mit irgendwie Feuerwehr oder wisst ja Geier was, okay, aber Sabotage der Bezirksdelegiertenkonferenz, das war so weit weg von uns, dann sind die durch unser Zimmer gekrochen, haben alles fotografiert, hier und da mit einer physischen Ausrüstung. Das war unglaublich. Dann gab's natürlich eine Wandzeitung und wir sollten noch Strafaufgaben machen und so. Und interessant, also weil das war für mich ein absolutes Aha-Erlebnis, weil tatsächlich ich dadurch begriffen habe, also dass jegliche individuelle Kreativität, die sie nicht irgendwie steuern oder haben wollen, dass sie sofort in so ein feindliches Lager gesteckt wird. So, also das habe ich in dem Moment tatsächlich kapiert. Also die meisten der Mädchen, mit denen ich zusammen da im Zimmer war, die waren völlig fertig, die haben geheult, die waren am Boden zerstört. Und mir war in dem Moment klar, die werden nie wieder irgendetwas tun, was nicht erlaubt ist. So, jedenfalls, eben, wie gesagt, hatte ich dann eben diese Wandzeitung und dann sollten wir Strafaufgaben machen. Wir sollten die Grünanlagen um eine Schule rum und ein Internat rum pflegen. Ich habe mich geweigert, ich habe es nicht gemacht. Sie haben mich damit auch durchkommen lassen. So, aber von da an bin ich eigentlich Spießruten gelaufen. Also das war wirklich, also heute würde man Mobbing dazu sagen. Und das war wirklich krass. Also ich meine, man muss immer noch, ne, ich war tatsächlich noch sehr jung. Ich war noch voll in der Pubertät, ne? Und ich war wirklich bei jedem Scheiß war ich dran. Also so, das war eben, wenn ein Fahnenappell war und die Leute noch rausstürzen. Und eine Freundin rauchte noch so und hat gesagt, hier, lass mich mal ziehen. Und dann brüllte das plötzlich hinter mir, Jugendfreundin Heidecke! Und sie sabotieren den Fahnenappell. Das ging wirklich nur in einer Tour. Also irgendjemand hatte was gemacht, ich war dran. Also das ist wirklich. Und das hatte natürlich auch den Effekt, dass ich mich dann irgendwann als schlechten Menschen fühlte. Ne? Also ich meine, sowas macht ja auch was mit einem. So, also weil ich dann wirklich gedacht habe, also es gab auch in jeder Beurteilung von Mitschülern oder Mitschülerinnen, also wir wurden vom Betrieb beurteilt, wir wurden von der Schule beurteilt und vom Internat. Und es war immer, wenn irgendjemand mich gesehen hatte mit einer Freundin oder einem Freund, irgendwie drei Tage hintereinander, hieß es sofort in deren Beurteilung, Jugendfreundin Heidecke hat einen schlechten Einfluss auf eben XY.
Und also das ging mir schon sehr an die Nerven. Ne? Also das war tatsächlich ein bisschen unerträglich. Dann war also eine große Sache, wo es gab so ein Flugblatt im Umlauf. Und zwar hieß das Flugblatt, hiermit erkläre ich dir den Frieden. Also sehr hippiesk. Ging es einfach darum, so ein schöneres Miteinander. Und man sollte eben sich nicht anfangen, hier so auszuspionieren. Also ne, das war einfach so eben so vertrauenvolles, schönes Miteinander, ohne eventuell gleich irgendwie jemanden zu verpetzen, wenn das ist. Also ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, in meinen Stasi-Akten steht da drin. Habe ich auch, als ich die gelesen habe, gedacht, oh Gott, sowas hast du verteilt. Naja, jedenfalls war das eben in Schwedt auch im Umlauf. Das kam ursprünglich, glaube ich, aus Erfurt oder Jena, ich weiß nicht mehr genau. Und ich hatte dann mit einer Schulfreundin zusammen, naiv wie wir waren, das halt eben auf der Schreibmaschine, schön mit Blaupapier, ganz oft abgetippt. Und dann sind wir eines Nachts im Internat ausgebüxt und haben das halt in Frankfurt oder verteilt. In Briefkästen, an Wände geklebt, unter Scheibenwischer. Wir waren eine ganze Nacht, hatten wir zu tun. Dass es nicht erlaubt war, war klar. Sonst wäre man natürlich, hätten wir das auch nie nachts gemacht, logischerweise. Ne, so. Wir sind danach, das war im ersten Lehrjahr, und wir sind danach in Urlaub gegangen, und dann kamen wir wieder. Und ja, dann stand ich morgens im Waschsaal, also wir hatten ja so einen Waschsaal, und dann hieß es bloß, Jugendfreundin Heidecke, mitkommen zum Direktor. Naja, und dann wurde ich dann halt zum Direktor geführt, und da waren halt zwei Herren dort, die sich sicherlich mit Namen vorstellten, ich weiß es nicht mehr, also das ist bestimmt auch in meinen Akten, aber und ich habe wirklich nicht gewusst, was die von mir wollten. Ich habe das wirklich bis zu dem Moment nicht gewusst. Also die haben mich dann eingepackt da ins Auto und sind mit mir irgendwo hingefahren, in Frankfurt oder in irgendeine Wohnung, ich hätte es auch nicht mehr gefunden, und haben dort, und ich habe wirklich bis zu dem Moment, wo die mich ganz konkret nach den Flugblättern gefragt haben, bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass die mich deshalb mitnehmen. Also ich habe wirklich gedacht, das kriegen die nie raus, dass wir das sind. Also wir waren ja völlig unbeschriebene Blätter, so, ne? Also ich meine, klar, dass es Schwierigkeiten gibt und so, das haben wir, also da, oder beziehungsweise dass Menschen Schwierigkeiten haben, die eben anders ticken oder eben andere Dinge von sich geben, als die offiziell erlaubt sind, das haben wir logischerweise gewusst. Aber, und dass die Stasi auch eigentlich immer über einem schwebte irgendwie, das war uns auch sehr bewusst. Aber ich habe tatsächlich, also ich wäre nie im Leben darauf gekommen, dass sie. Und das Irre ist, dann später, als ich die Stasi-Akte dann gesehen habe, also da gibt's ja speziell die auch zu Frankfurt oder, es war also totaler Wahnsinn, was die in Gang gesetzt haben, um faktisch rauszukriegen, wer diese Flugblätter gemacht hat. Also das war irre. Also das war für mich Faszination des Grauens, als ich das gesehen habe, weil also das Ding ist ja auch, ich hätte mich ja überhaupt nicht als so weit auch nur annähernd irgendwie als wichtig empfunden, dass das jetzt so ein Werk da so in Gang gesetzt wird. Naja, das war natürlich große Aufruhr in der Schule, also auch für sämtliche Mitschülerinnen und Mitschüler, ja. Ich würde mich fragen, wie sie es rausgefunden haben? Du, die sind in Keller gegangen, weil die haben irgendwelche Schriftproben, da war irgendwelche Farbe noch dran, das weiß ich aber nicht mehr. Dann sind die waren verschiedene Kelleraufnahmen von keine Ahnung wie viel, wo die geguckt haben, wo irgendwie diese Farbe herkommen kann. Dann gab es tatsächlich eine in Frankfurt-Oder war hier diese Schule für Marxismus-Leninismus, und da, die hatten einen Pförtner und der hat tatsächlich zwei Gestalten dort laufen sehen. Allerdings hat er uns als männlich beschrieben, das war ganz gut. Aber hat uns ja letztlich ohne Stirn genutzt. Ich kann es jetzt nicht mehr im Einzelnen, also dann müsste man nochmal in die Akte gucken. Aber es war wirklich irre, also wie die letzten Endes auf uns gekommen sind. Dann haben die bei dem Verhör, also das war das längste Verhör meines Lebens, 13 Stunden war das. Ich habe geredet wie ein Buch, weil ich gedacht habe, die müssen doch verstehen, dass ich nichts Schlimmes will. Also die müssen doch verstehen, dass ich einfach nur gute Sachen möchte. Und
Also weil wie gesagt, ne, dieser sozialistische Staat war mir ja nicht irgendwie unsympathisch oder so. Also naja, und dann wollten die darauf hinaus, dass wir faktisch irgendwie organisiert sind. Und dann habe ich gedacht, ja, sind die doof, denken die, nee, kriegt das alleine hin. Also aber mir ist dann ja erst später klar gewesen, dass die natürlich, die hatten Angst davor, dass eine größere Organisation dahinter steckt und nicht bloß zwei Jugendliche dann loslaufen und hier irgendwelche Sachen verkleben. In der Schule war dann eben extrem anstrengend so. Ich bin dann wieder von einem großen Gremium gewesen. Also das war riesig groß, also ungefähr so viele Leute, wie jetzt hier sind, wo eben unter Lehrerin, also meine Klassenlehrerin war dabei, deswegen noch der Schuldirektor vom Ausbildungsbetrieb, der Direktor und von der Bezirksleitung, SED, FDJ-Leitung, Bezirks-FDJ-Leitung, Menschen, die ich auch noch nie in meinem Leben gesehen habe und dann auch glaube ich, nie wieder gesehen habe, ist auch egal. Und eben Mitschüler aus meiner Klasse, so als Proforma wahrscheinlich. Und dann wurde ihnen gesagt, ich soll faktisch das Abitur, also dass ich das Abitur nicht mehr machen darf. Und also nur noch die Facharbeiterin als Betonwerkerin und eben das Abitur nicht mehr machen darf. So. Und da war dann gewesen, also da habe ich dann gedacht, nee, also so einfach geht das nicht. Und dann fingen die an, ja, dass ich ja sowieso nicht studieren will, was auch stimmte. Ich hätte gar nicht gewusst, was ich studieren soll. Also, aber und da habe ich dann, ich weiß nicht warum, also ich weiß bis heute nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, habe gesagt, nee, na, wieso, ich will Theologie studieren. Also und da waren die. Also ich habe wirklich, ich schwöre, ich habe es nie im Kopf gehabt, Theologie zu studieren. Aber da waren die, also ich kann mich daran erinnern, dass sie für einen kurzen Moment baff waren. Also so, ne? Und ja, und dann ging es dann eben auch los. Ich würde eben diesem Staat auf der Tasche liegen, von wegen, ne, sie ermöglichen mir eben eine Ausbildung, die eben für mich kostenfrei ist und ich würde dem Staat so danken. So, ne? Und da habe ich dann auch, also ich weiß bis heute nicht, woher ich die Kraft genommen habe, tatsächlich vor dieser Masse überhaupt noch irgendwelche Argumente mir zusammenzusuchen, um da irgendwas zu sagen. Also ich war extrem eingeschüchtert, aber irgendwie wahrscheinlich tatsächlich so ein Abwehrverhalten oder so, wo ich und dann auch gesagt, na, wieso meine Eltern arbeiten hier, meine Großeltern arbeiten hier, natürlich habe ich ein Recht auch auf jeder andere Mensch, also hier auf eine kostenfreie Ausbildung und dann kam tatsächlich das erste Mal dieses Wort, dass ich Staatsfeindin bin, so. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also, weil ich habe mich wirklich überhaupt nicht als Staatsfeindin gesehen. Also, das fand ich völlig absurd. Und ich habe dann irgendwann angefangen zu heulen und das werde ich mir bis heute nicht verzeihen, aber ich habe geheult, weil ich so wütend war, weil ich so unendlich wütend war. Also, und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt fängst du vor diesen ganzen Arschlöchern hier an zu heulen. Also, ja gut, aber kennt vielleicht auch der eine oder andere von euch so aus so einer Wut heraus, dass man dann so emotional reagiert. Und meine Klassenlehrerin hat hinterher zu mir gesagt, sagt sie, also sie hat mir fast wie auf die Schulter geklopft, hat gesagt, ey, du hast dich super gut geschlagen. Also sie war wahrscheinlich selber überrascht, dass ich das irgendwie noch hingekriegt habe. Dann wollte ich aus der FDJ austreten, dann tatsächlich, und da hat meine Klassenlehrerin zu mir gesagt, also wenn du, also genau, ich durfte dann das Abitur weitermachen. Und meine Klassenlehrerin hat dann zu mir gesagt, also wenn du jetzt aus der FDJ austrittst, dann kriegst du das Abitur nicht mehr. In der Zwischenzeit war das auch so, da ja in der DDR auch sippenhaft war, das habe ich noch nicht erwähnt, meine Schwester, ich habe einen Bruder und eine Schwester, die sind sehr viel älter als ich. Meine Schwester war Pionierleiterin und Unterstufenlehrerin, mein Bruder war Berufssoldat. Also die waren sozusagen zwei dicke Säulen die eben Volksbildung und NVA für die DDR. Und eben diese Sippenhaft war, dass eben sowohl meine Schwester als auch mein Bruder, auch meine Mutter eben Besuch kam von der Stadtsicherheit. Und das war ziemlich krass, weil, also meine Schwester war damals tatsächlich noch stramme Genossin, also die war wirklich richtig voll überzeugt davon. Mein Bruder hat schon immer gesagt, du bist meine Schwester, ich liebe dich, egal was du machst. Meine Mutter war völlig verzweifelt
und hat sozusagen mich gebeten, im Grunde genommen so, wie dass ich abschwören soll. Und das habe ich ihr in dem Moment sehr übel genommen, weil ich eigentlich so erzogen worden bin, dass wenn ich denke, dass sie richtig sind, soll ich die auch sagen. So. Und in dem Moment kam es mir wie so ein Verrat vor. Ich habe es natürlich einerseits auch verstanden, dass sie große Angst hatte, aber andererseits kam es mir auch wie so ein Verrat vor. Und was ich dann wirklich krass fand, war, also für mich selber, ich will nochmal darauf rumreiten, dass ich sehr jung war und in der Pubertät und man muss sich finden, dass ich tatsächlich diesen Kampf in mir spürte, ich muss mich jetzt entscheiden, entweder für Frieden mit meiner Familie oder aber ich mache das, was mir mein Gewissen sagt. Und ich habe sie alle gehasst. Ich habe sie wirklich richtig gehasst. Also ich habe dieses System in dem Moment gehasst oder beziehungsweise die Menschen, die mich gezwungen haben, mich in so einen Konflikt zu begeben und auch meine Familie, meine Schwester hat mir Drohbriefe geschrieben damals. Also ich muss dazu sagen, ich habe inzwischen ein super Verhältnis zu meiner Schwester, da hat sich viel getan, aber damals war es wirklich krass. Wie gesagt, mein Bruder war da sowieso immer sehr offen mir gegenüber. Also der wurde zum Beispiel auch von der Stasi angeworben als IM gegen mich. Also was ich dann aus meinen Akten las. Also er hat aber sich nicht drauf eingelassen. Aber es war in dem Moment, als ich sie gelesen habe in der Akte, war es für mich ziemlich krass. Also ich habe mich wirklich nicht getraut, weiter zu blättern, weil ich Angst hatte, er hätte sich dort faktisch verpflichten können oder so. Hat er nicht gemacht. Also das war für mich schlimm. Also ich bin heute sehr dankbar dafür. Also ich war auch sicherlich wenige Jahre danach sehr dankbar dafür, dass ich eben diese Konflikte tatsächlich auch durchmachen musste, weil logischerweise hat mich das immer mitgetragen. Also ich meine, für mich war völlig klar, ich würde meinen zukünftigen Kindern nie in so eine Situation bringen, also so, dass ich sage, also ihr macht jetzt nur die Dinge, damit ich meine Ruhe habe oder weil ich Angst habe um euch oder so. Also versteht ihr, wie ich das meine? Also und ich denke, das habe ich auch wirklich bis heute sehr gut hingekriegt. Also dass tatsächlich so diesen Freiraum auch gelassen habe, weil ich wirklich extrem gespürt habe, wie furchtbar das ist, also in welche Bedrängnis man da kommt. Und das habe ich diesem Staat wirklich sehr, sehr übel genommen. Also und das ist eigentlich auch das, wo man wirklich sagen kann, also da hat mich die DDR richtig angekotzt. Also, und wo ich denke, dass das eben auch wichtig ist, dass wir genau solche Sachen aufarbeiten, dass sowas, wenn wir von einer freien Gesellschaft oder von einer befreiten Gesellschaft reden, dass solche Dinge eben nicht passieren dürfen, dass Menschen in so eine Situation gebracht werden, Dinge zu tun, die sie überhaupt nicht tun wollen, bloß damit irgendwie ja ein scheinbarer Frieden herrscht, also entweder in der Familie oder Freundeskreis oder wo auch immer. Ich hab, wie gesagt, mein Abitur gemacht. Also ich hatte noch wirklich einige Sachen, was für mich auch wirklich eine extrem krasse Sache war die, dass meine Post kontrolliert wurde. Und zwar für mich völlig ersichtlich. Also sie haben sich, glaube ich, auch keine große Mühe gegeben, das irgendwie zu verbergen. Ich habe sehr viel Post bekommen. Also ich war immer eine sehr rege Briefeschreiberin und habe eben auch dementsprechend immer viel Post bekommen. Und es war eben so, dass tatsächlich Briefe mir geöffnet gegeben wurden, gar nicht gegeben wurden, dass sie wieder zurückgeschickt wurden und so weiter. Und das ging mir tatsächlich auch sehr an die Nieren. Also damit habe ich große Probleme gehabt. Zumal ich damals auch frisch verliebt war und eben sozusagen die Post nicht, also an solchen Stellen sind wir angreifbar, das ist ganz klar. Ich habe erstaunlicherweise, also das sind ja auch so eine Sachen von einer Lehrerin, also das ist eine kleine Sache, die mag vielleicht jetzt nicht mehr so bedeutungsvoll klingen, aber für mich war die damals sehr bedeutungsvoll. Ich habe nach diesem Verhör und nach diesem Tribunal, was da eben mit mir veranstaltet wurde, und wo ich dann feststelle, dass es in meiner Post so schief läuft, habe ich mal, also es war eine Physiklehrerin gewesen und die war furchtbar streng, also die war eigentlich ziemlich ätzend und ich bin dann faktisch im Physikunterricht, da ging mir das alles wieder so durch den Kopf und meine Post und bla 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 und dann bin ich aus dem Physikunterricht rausgerannt und habe, glaube ich, auch geheult und sie hat
mir ganz klar Verständnis gegenüber gezeigt. Und das fand ich total krass, weil ich das nicht erwartet hätte. Also gerade von ihr, weil die eben sonst immer so völlig straight war und so weiter und so fort. Aber also das war was, was ich auch tatsächlich nie vergessen habe. Also so eine kleinen Sachen, die dann passieren. Ich war damals auch in einer jungen Gemeinde in Frankfurt, weil tatsächlich also diese Spielräume in der Kirche, ne, also das wird euch sicherlich auch allen zumindest vom Hören sagen, klar sein, also dass die Kirche sehr viel Freiraum gegeben hat, um Menschen, die eben anders denken, aufzufangen. So diese Frage, also mir hat tatsächlich die junge Gemeinde auch sehr geholfen. Also geholfen in dem Sinne, dass es für mich halt auch so ein Rückgrat war, wo ich wusste, dass ich da immer hin kann. Und ich habe dann mein Abitur gemacht. Ich habe das auch gut abgeschlossen. Hatte dann inzwischen ich wollte ja eigentlich Krankenschwester werden und habe dann mich beworben in Frankfurt-Oder am Lutherstift, also eben um zu einer diakonischen Krankenschwester und habe dort nach dem Abitur dann ein diakonisches Jahr angefangen und habe dann abgebrochen, weil ich dann schwanger wurde und dann war irgendwie klar, also mir als auch dem Vater des Kindes, dass praktisch wir unsere Kinder nicht in eben einer Einrichtung gleich geben wollen. Also so eben, dass diese Indoktrinierung für die Kinder nicht gleich also stattfinden soll. Also wir wollten die halt faktisch selber erziehen. So, ne? Das hat aber auch eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Ne? Also das war wirklich, eigentlich war das völlig klar. Also das war damals war das so gewesen, dass das, also wissen noch, das war das erste Jahr gewesen, also nach Parteibeschluss, also hier Parteitag, dass das sozusagen das erste Jahr gewesen wäre, wo die Kinder erst nach einem Jahr in die Einrichtung gebraucht hätten. Sonst war das immer tatsächlich, dass die Kinder, ist gar nicht 6 oder nach 8 Wochen, gleich in die Kinderkrippe gegangen sind, also nicht mussten, aber eben, dass das eigentlich sehr üblich war, dass eben die Frauen und also damals schon noch eher die Frauen dann auch eben weiterarbeiten konnten. Und bei mir wäre das erste Mal gewesen, dass ich tatsächlich ein Jahr oder eben der Vater ein Jahr zu Hause hätte bleiben können. Und dann, aber wir haben uns eben dagegen entschieden. Und ich habe dann auch gleich das zweite Kind gekriegt. So, ich habe das tatsächlich auch nie bereut, dass ich diese Ausbildung abgebrochen habe. Also ich meine, ne, hätte ja auch sein können, dass eben der Vater eben sein Studium abbricht. Der hat damals Animationsfilm studiert. Aber ja, war eben nicht so und war auch nie, dass ich das irgendwie an irgendeiner Stelle mal bereut hätte oder so. Wir sind dann nach Dresden gezogen, weil also mein Ex-Mann, also wir waren dann auch verheiratet, hier in Dresden auch eben Animationsfilm studiert hat, also erst in Potsdam und dann hier in Dresden an einer DEFA, also wie heißt das nochmal? Naja, da diese Trickfilm-Einrichtung, scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Und wir waren dann hier und das war auch die Zeit damals, als das Kraftschick und Clear, sagt euch das irgendwas? Also Stefan Kraftschick und Freya Clear. Ja, die, okay. Freya Clear ist Theaterregisseurin. Regisseurin, scheiße, furchtbar ein Wort. Und Stefan Kraftschick war Liedermacher gewesen oder ist noch Liedermacher, ich weiß es gar nicht. Und die hatten damals Berufsverbot in der DDR und hatten und sind dann immer, also wurden faktisch schon von Gemeinden eingeladen, um dort auftreten zu können. Und die waren unter anderem auch in Schwedt. Also Schwedt war wirklich eine sehr progressive Gemeinde. Also ich habe da extrem viel mitgenommen so. Und die sind dort aufgetreten und ich habe die ganze Zeit bei dieser Veranstaltung gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wird die sich trauen. Ne? Also das war wirklich unglaublich. Also die haben tatsächlich diese...
Also die haben so ein Kabarett gemacht, aber das war wirklich, das ging wirklich derartig an die Wurzeln. Also das war nicht bloß mal so ein bisschen lächerlich machen von irgendeinem Abteilungsleiter in einem Betrieb oder so, sondern tatsächlich, es ging tatsächlich, also es war wirklich richtig radikales Kabarett. Und ich habe wirklich, das war unglaublich, ich habe deren Mut derartig bewundert. Also war natürlich auch mordsmäßig viel Stasi in der Veranstaltung. Es gab auch extrem viel Ärger dann für die Gemeinde. Aber sie haben es eben gemacht. Sie haben gewusst, dass sie Ärger kriegen, und sie haben es eben gemacht. Und damit bin ich dann auch eben nach Dresden gekommen. Also, dass ich wusste, dass evangelische Gemeinden, vielleicht auch katholisch, weiß ich nicht, aber eben, das war eine evangelische, so funktionieren. Und dann war das so, also wir waren hier, und dann war die Zeit, dass Krawczyk und Clear aus der DDR rausgeschmissen wurden. Also das hieß dann faktisch, sie hätten einen Ausreiseantrag gestellt, und der wurde bewilligt. Und mir war klar, als ich das gehört habe, die haben nie im Leben, also für mich war das völlig klar, die haben nie im Leben einen Ausreiseantrag gestellt. Die erzählen das jetzt. Die versuchen uns hier wieder irgendwie ein X für ein U vorzumachen. Und dann habe ich, also, und das hat mich so wahnsinnig angeödet. Also mir ist richtig schlecht gewesen vor Wut. So. Und dann bin ich halt, also, ne, wir waren ja auch völlig neu in Dresden. Also wir kannten schon ein paar Leute, aber so, ich hatte noch überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen Sachen, wie die hier ablaufen oder so. Mein erster Gang war natürlich dann wieder, eben weil ich das auch von Schwedt so kannte, in eine evangelische Gemeinde. Und das war in Strehlen gewesen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war. Und da war gerade so eine, also das war gute Timing irgendwie gewesen. Da gab es gerade so eine Neuformierung von einzelnen Gruppen, die, also so AGs. Und da war unter anderem eben auch eine, die sich mit Innenpolitik befasst hat. So, und das war ja nun meins. Und ich bin dann da mit drin, habe mich mit den Leuten getroffen. Und in dieser AG habe ich dann auch Istvan kennengelernt. Also der Istvan war ein Ungar gewesen, der in der DDR schon ja ewig und drei Tage gewohnt hat. Und der hatte mich dann faktisch nach Ungarn vermittelt, und ich bin dann nach Ungarn das erste Mal gefahren. Also für Ismail war es ein bisschen schwieriger zu reisen, weil der war Rollstuhlfahrer, deswegen also habe ich das sozusagen übernommen. Und willst du rinkommen oder bin dann nach Ungarn gefahren und war völlig fasziniert. Also wirklich, das war für mich eine völlig andere Welt, dass es möglich war, da tagsüber Plakate zu kleben, Demos zu machen und so weiter und so fort. Und ich kam dann wieder, und für mich war irgendwie klar, wir müssen auch aus diesem kirchlichen Rahmen raus, so, ne? Inzwischen hatte ich auch schon Leute von Wolfspest kennengelernt. Also Wolfspest wird vielleicht wirklich tatsächlich den einen oder anderen von im Begriff sein. Also eine anarchistische Gruppe, die es in Dresden gab, die es schon lange gab, also lange vor mir, so. Ich hatte vorher noch nie von Anarchismus gehört, muss ich dazu sagen. Also das war wirklich, das war für mich im Grunde noch ein bisschen wie so eine Offenbarung. Ach, das, was du willst, dafür gibt es tatsächlich einen Begriff. Also das war so. Und ich sind dann sozusagen aus dieser Kirchengruppe raus und haben Leute gesucht und haben die Initiative Demokratische Erneuerung kreiert. Idee. Und haben dann faktisch auch ganz eng, also mit Wolfsfest, das war teilweise also ein bisschen Personalunion, also gerade jetzt auch, was mich betraf, so. Und also weil wir gesagt haben, wir müssen aus diesem Kirchenrahmen raus, ne? Für manche Leute, also selbst wenn ja viel in Kirchen stattgefunden hat, aber eben für manche Leute war das ja trotzdem eine Hürde, in eine Kirche zu gehen oder sich in Kirchengruppen zu engagieren oder so, ne? Und ja, in der Zwischenzeit ist es dann auch, war dann auch so, also ich weiß tatsächlich nicht mehr, also bei wie viel Verhören ich war oder so. Also nicht, dass ich jetzt ständig beim Verhör war, aber ich habe es wirklich nie mitgezählt. Das Ding ist, also was mir aus meinem ersten Verhör in Frankfurt oder also klar geworden ist, ist, dass die wollen überhaupt nie hören, was ich zu sagen habe. Also, ne, also diese, also von wegen, du kannst ja mit denen eben hier auf Augenhöhe irgendwie reden, und du kannst ihnen ja vermitteln, dass du ja ein guter Mensch bist und schöne Dinge willst oder so, dass das eben nie drin ist. Also die wollen nur, also das zumindest habe ich gelernt.
Und das war natürlich dann auch wichtig für alle weiteren Verhöre. Also, wir haben im Grunde genommen, wenn man das von heute aus betrachtet, extrem niederschwellige Dinge getan. So, ne? Also, das ist tatsächlich, also, es war wirklich gefährlich, einen Flugblatt zu verbreiten, ne? Es war gefährlich, das war ja eigentlich sowieso ein Ding, eine Möglichkeit, irgendwo eine Kundgebung zu machen oder so. Also, ich meine, das ging gar nicht. So, ne? Insofern, ist das immer ein bisschen schwierig, glaube ich, das so zu vermitteln, also wie eingeengt das tatsächlich war. Also so, also wir haben damals, also im Grunde haben wir auch schön abenteuerlich, und ich denke ja da auch gerne dran, also wir haben damals zu Hause, also immer woanders zu Hause, also das war nie an ihrem Standort, haben wir Flugblätter eben gemacht über so eine Ormec-Maschine, also wo man wirklich dann gekohlt hat, wie blöde so, ne, mit so Wachsmatrizen, die haben uns irgendwie aus Ungarn besorgt und haben da nachts Flugblätter gedruckt, also total, total geheimnisvoll. Nee, aber es war auch schön. Also, nee, aber interessant, also das ist in diesen Akten nicht, aber ich bin nach Ungarn gefahren, und als ich dann das erste Mal nach Ungarn gefahren bin, war ich auch zusammen mit einer Frau aus Leipzig, die ich bis dahin nicht kannte. Und wir sind geflogen, also genau, und die hatte eben erzählt, dass sie eben auch bei der Ausreise extrem kontrolliert wurde und so weiter und so fort. Und dann hatten wir in Ungarn also ganz viel Kontakte geknüpft, also ich muss leider sagen, mit Fidesz, also ne, was heute nur klar rechts ist, also war damals noch nicht so, das war damals einfach demokratisch so, und haben von denen auch ganz viel Material bekommen, also zu allem möglichen, Amnesty International, Greenpeace oder wisst ihr Geier was, also ganz viel Zeug, und ich hatte damals dann gesagt, als wir in Ungarn waren, haben wir gesagt, nee, ich nehme das nicht mit, weil einfach, ich hatte Angst, die nehmen mir das weg am Flughafen, so, und ich, das war mir zu wertvoll gewesen, das Material, und da hat man dann ausgemacht, dass wir das dann irgendwie mittels irgendwie einen anderen Kurier dann faktisch also in die DDR holen, und die Frau, mit der ich dort war, die, gar kein Problem, ja, nehme ich mit, na klar, ich mache das alles, so, und dann waren wir zusammen, sind wir in Leipzig gelandet, und dann auf einmal fing die an, scheiße, und wenn, und die mich kriegen, und keine Ahnung, habe gesagt, pass auf, weil ich wirklich davon ausgegangen bin hier, also ich bin noch unbekannt, so, habe ich gesagt, okay, wir machen das so, ich nehme deinen Rucksack vom Band, du nimmst meinen Rucksack, und dann treffen wir uns draußen wieder und tauschen die Rucksäcke, und dann gehen wir jeder seine Wege. Also ich bin in diesem Flughafen angekommen, und hatte eben ihren Rucksack, und also die haben damals überhaupt nicht meinen Ausweis geguckt, die haben dann gleich gesagt, hier Frau Ulbricht, die sieht damals schon, Frau Ulbricht, kommen Sie bitte mit. So, also da habe ich immer noch wieder, hast du dich jetzt irgendwie so verguckt? Also ne, so diese Dinge, die gucken gar nicht meinen Ausweis, sie wissen trotzdem, wer du bist. Also dann haben die mich eben völlig auseinandergenommen und wollten halt wissen, wo das Material her ist. Die hatten, also, dann habe ich immer gedacht, also die Frau war sehr viel größer und auch sehr viel breiter als ich. Dann habe ich immer gedacht, die müssen doch eigentlich sehen, dass es nicht meine Klamotten sind. Also, aber tatsächlich in den Stasi-Akten ist es auch so, die haben gewusst von Anfang an, dass ich ihren Rucksack habe und sie meinen. Und das war dann auch später klar, weil sie war IM gewesen, was ich natürlich nie wusste. So, ne, also das war alles, kann man so sagen, eine abgekaterte Sache gewesen. Damals habe ich mich noch ein bisschen gewundert, aber ja. Also ich hab das ja schon mehrfach gesagt, also jetzt so im Vorgespräch nochmal so. Das Ding ist, dass jemand zum Beispiel in den Gruppen, dass immer mindestens ein Mensch IM ist in den Gruppen, war eigentlich immer klar. Wir haben uns darüber aber nie verrückt gemacht oder so, ne? Und diese Dinge, dass man ständig unter Beobachtung steht oder so, ja, das war irgendwie, das schwebte irgendwie so darüber. Aber tatsächlich, also weil István zum Beispiel, mein ungarischer Mitstreiter, der hat immer überall Stasi gesehen. Ich habe gedacht, oh ja, du ist mal gut. Also, weißt du, also,
Aber er hatte recht. Also, ne, das war dann später in den Akten, war tatsächlich so, wir wurden ständig beobachtet, ne? Und also ich selber, ich habe mich ja persönlich auch nie als so wichtig erachtet. Das ist, ich denke, das ist eben auch so ein Ding, ne? Wenn du dich selber nicht so als so wichtig erachtest, dann kommst du in die Idee, dass da ständig jemand der Meinung ist, dich beobachten zu müssen, ne? So. Denn also davon ist eins bei diesen Sachen, also diese konspirative Wohnungsdurchsuchung, eben wegen diesen, bei mir irgendwann mal aufgefallen ist, wenn wir unterwegs waren, also bei uns zu Hause war immer, also wir hatten wirklich ein sehr offenes Haus, also wir haben ja damals sowieso auch nie die also wenn wir jetzt da waren, also jetzt meine ich jetzt in Dresden, also wenn wir jetzt irgendwie unterwegs waren in Dresden oder so, bei uns waren die Türen noch immer auf. Also das war auch so, dass wir im Freundeskreis die Einzigen waren, die eine Badewanne hatten. Und jedenfalls sind dann die Leute auch immer, also unsere Freundinnen und Freunde auch zu uns immer baden gekommen. Das war extrem schön. Wir hatten so einen langen Schlauch, da war Küche und vorne war die Badewanne eingebaut, die man natürlich über Beziehungen bekommen hat. Ne? Also man hat ja nicht einfach so eine Badewanne bekommen. Und das war immer sehr schön. Jedenfalls waren die Leute natürlich auch, wenn wir nicht da waren, konnten die bei uns baden. So, ne? Und dann weiß ich noch, also das ist so absurd, sind wir das eine Mal nach Hause gekommen, also wir waren längere Zeit weg, in 2 Wochen oder so, weiß ich noch, kam ich nach Hause und wir hatten so einen Boiler. Aber ich gedacht, ja, mit dem Boiler stimmt irgendwas. Nee, der war irgendwie verstellt, also diese Drähtchen oder so. Aber ne, ich meine, Boiler verstellt. Also. Und dann haben wir im Freundeskreis rumgefragt, ob die irgendwie da was gemacht haben. Nö. Und dann war das eben so wie, ja, na, von wegen hier, eben, du siehst kleine grüne Männchen, so ungefähr. Ne? Die kleinen grünen Männchen sind ja in der Form der Akten dort hinten an der Wand. Also das war halt, war tatsächlich so, dass die halt in unsere Wohnung drin sind, wenn wir nicht da waren und eben solche konspirativen Wohnungsdurchsuchungen gemacht haben. In dem Zuge sie dann auch eben Wanzen installiert haben. Also das war jetzt, sie haben zweimal meine Akten eingesehen, das zweite Mal vor 3 oder 4 Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und da sagte noch die Frau dort in dem Bundesamt meinte noch, naja, wir haben leider die Tonbandaufnahmen nicht gefunden zu den Wanzen. Ich sag, um Gottes Willen, ich will die überhaupt nicht hören, bin ich bescheuert, ne? Ich meine, also, aber ich meine, das war insofern Fakt, also war Postkontrolle, das war ganz klar, also das haben wir natürlich auch gemerkt und eben auch abgehört. Und, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber eine schöne Geschichte möchte ich gerne noch erzählen. Also, und zwar die der letzten Wahl in der DDR. Also die, nicht die letzte Wahl in der DDR, aber unter SED-Hoheit, wurde ja in Dresden unter anderem auch flächendeckend ausgezählt. Ich weiß nicht, hat jemand von euch dieses Buch 8990 gelesen? Also, der beschreibt das ja auch so ein bisschen. Also, finde ich sehr schönes Buch, wirklich zu empfehlen. Also, und wir hatten tatsächlich die Wahllokale flächendeckend ausgezählt. So, und dann haben wir die Wahlergebnisse zusammengetragen. Und meine Aufgabe war das, die Wahlergebnisse rauszubringen nach Ungarn, dass die faktisch über Radio Europa gesendet wurden. Also um faktisch diesen Wahlbetrug ganz klar zu machen. Ich sollte zusammen mit einem Mitstreiter aus Zwickau fahren, der ist aber konnte der nicht oder was. Wir hatten 2 Schlafwagenplätze schon und ich bin auf dem Bahnhof gefahren und wollte diesen Schlafwagenplatz zurückgeben. Und da stand da so ein Mensch, so ein junger Mann, also damals in meinem Alter. Und der wollte sich gerade so ein Ding holen und der hat aber keinen mehr gekriegt. Da hat er gesagt, hier du, ich hab noch, also weil und so weiter und so fort. Und dann guckte der mich so an und meinte, bist du von der Opposition? Also er konnte super gut Deutsch, aber Ungar konnte aber super gut Deutsch. Da habe ich so gedacht, von der Opposition. Also wieso fragt er mich das jetzt? Aber das war wahrscheinlich wirklich Interesse. Und dann war das ein extremes Glück, weil nämlich ich habe wirklich versucht, mir diese Zahlen einzuprägen oder irgendwie zu kodieren. Es ist mir nicht gelungen. Ich habe wirklich gedacht, oh nee. Also es war auch klar, wenn die mich damit erwischen, also das wäre so was wie Hochverrat gewesen. Ne? So. Und jedenfalls hatte ich die mir dann auf so einen Zettel geschrieben. Also und wie gesagt, ich habe es versucht. Es ging nichts in meinen Kopf. Bin dann eingestiegen in diesen Zug und dann
habe ich dann auf der Rückseite, habe eine Telefonnummer aufgeschrieben, habe ihm den Zettel gegeben und gesagt, hier, also falls irgendwas sein soll, du hast mich ja von gefragt, ob ich von der Opposition bin, falls irgendwas ist, ruf bitte die Nummer an dort in Ungarn, wenn du ankommst. Und das war wirklich mein Glück. Die haben mich an der Grenze natürlich wirklich völlig nackig gemacht, also mit nackig meine knackig, haben kontrolliert wirklich alles und haben natürlich nichts gefunden, weil ich ihnen ja die Zeit gegeben hatte. Und habe dann, als wir dann weiterfuhren, irgendwann weiter in der Tschechoslowakei drin waren, so habe dann gesagt, hier, jetzt kannst du mir ja die Telefonnummer wieder zurückgeben, die brauchst du ja jetzt nicht mehr. Und ja, und dann bin ich halt in Ungarn angekommen und habe dann eben, und dann gegen diese Wahlergebnisse über Radio Europa. Und das war tatsächlich, also das weiß ich nicht, das stand nicht in meinen Akten, aber bei jemand anders, wo ich gelesen habe, die haben tatsächlich darüber gegrübelt, wie diese scheiß Zahlen rausgekommen sind. Also, das ist eine Geschichte, die ich sehr gerne erzähle. Eben weil manchmal so die Zufälle, ne, wie die so eine Rolle spielen irgendwie so. Ne? Also ist wirklich unglaublich schön. War die total krass, ja? Wie kommt es, dass ihr die Möglichkeit habt, das auszuzählen? Wie du, das waren massenhaft Leute. Also das war damals schon so, dass du, das war ja demokratisch verbrieft, dass du wie heute Wahlbeobachtung machen konntest. Und dann haben die Leute da gestanden und haben das alles mit aufgeschrieben. Also die haben tatsächlich jede Stimme mitgezählt und haben dann aufgeschrieben, wie viel sozusagen für die SED, wie viel Nein-Stimme, wie viel Wahlbeteiligung überhaupt so. Und genau, also das war ja, ich denke, das ist heute auch so, ne? Also ich war noch nicht wieder im Lokal, aber dass die Leute dann, ja, und das war zu DDR-Zeiten auch möglich. Hat natürlich Schwierigkeiten gemacht, weil, also ich kann mich noch so dunkel erinnern, dass tatsächlich Leute behindert werden sollten an, also an diesem Aufschreiben auch so. Aber das war rein rechtlich, hattest du das Recht dazu. So, ja. Ansonsten war ja eben, also das mit den Wahlkabinen war ja ansonsten schon auch verpönt. Ne? Also das war, da kann ich ja gleich nochmal zurück. Also als ich Erstwählerin war mit 18, habe ich gedacht, nö, geh nicht wählen. Nee, also warum soll ich jetzt hier wählen gehen? Also das war ja Schwachsinn. Und dann haben die tatsächlich immer Leute nach Hause geschickt. Also die haben sozusagen die Leute, also im Grunde genommen wie so Drückerbanden, sind zu den Leuten nach Hause und haben die versucht eben in die Wahllokale zu jagen. Und ja, ich war nicht zu Hause gewesen. Also meine Mama war aber zu Hause. Und die hat dann tatsächlich auf mich gedrängt, so, ja, also ich geh mal und keine Ahnung was. Und dann bin ich doch gegangen, genau. Und dann bin ich aber in diese Wahlkabine drin gegangen und das war auch sehr dramatisch. Also die Wahlkabine stand eigentlich nur pro forma da. Also so kenne ich das, ne? So, also. Und eben diese 99,9%, also die sind ja tatsächlich, also es ist ja jetzt kein Spaß, dass man sich lustig macht über 99,9%, sondern die waren ja tatsächlich immer da. So. Naja, das war eben, wie gesagt, eine schöne Geschichte. Jetzt. Aber nochmal, ich habe irgendwie, die Zahlen hast du dir im Umgang gegeben, dass sie die nie gefunden haben bei dir? Oder? Genau, ich hatte die auf so einen Zettel, ja, so den druckt. Zettel hatte er. Genau, und da hatte ich auf der Rückseite praktisch. Genau, ja, ja. Genau, und dann hatte ich Leute, die dort bei Radio Europa gearbeitet haben und die haben das dann eben gebracht, genau. Und dann war ja auch diese Ding damals, dass ja eben praktisch die Leute schon alle abhauten, also über die Botschaften beziehungsweise die Grenzen eröffnet wurden. Und das hat mich unglaublich angekotzt. Also das war, einerseits habe ich es verstanden, aber andererseits hat es mich total angekotzt, weil eigentlich habe ich gedacht, warum verdammte Scheiße bleibt ihr nicht hier und macht hier was? So, ne? Also, ich habe es auch, also das Ding ist auch, also ich habe diesen materiellen Mangel, den es gab, habe ich tatsächlich nie so empfunden. So, ne? Also, beziehungsweise sagen wir mal so, ich denke, meine Veranlagung war auch noch nie so materiell, dass es mich jetzt hätte irgendwie großartig gestört, dass man, weiß ich halt, 10 Jahre auf einen Trabi wartet oder weiß der Geier was in der Art, ne? Naja. Jedenfalls kam ja dann der Oktober, also ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt noch habe. Ach so, gut. Und dann, nee, noch eine andere. Das war ja dann der Platz des himmlischen Friedens. Ich kann es leider immer nie aussprechen richtig, deswegen sage ich Platz des himmlischen Friedens. Und da gab es ja flächendeckend in der DDR diese Trommeln für den Frieden. So, ne? Also was ja eben sozusagen als Protestaktion
gegen diese gegen das chinesische Regime war, also die da die Leute massenhaft zusammen geprügelt, erschossen und so weiter haben. Und das fand auch hier in Dresden statt, und zwar in einer Kreuzkirche. Und das war so gewesen, also ich kam dorthin und hab, wirklich, ne, naiv wie ich bin, hab mich gewundert, warum so viele Leute da rumstehen, ne? Also das war ein riesiger Bogen, also das ist ja so ein Pflasterstein dort, ist das eigentlich immer noch Pflasterstein, ich weiß es gar nicht mehr. Und da war so ein riesiger Bogen um die Kreuzkirche drum und die Leute standen wirklich in einem vierischen Abstand dazu und dann waren überall Bullen. Da dachte ich, okay, also als ich dann die Bullen gesehen habe, habe ich gedacht, okay. Und es regnete an dem Tag und jedenfalls, also ist es von daher wichtig, weil Regen Pflastersteine nass macht und rutschig. Und dann habe ich gesehen, wie Freunde von mir einfach wirklich durchrannten, um den Eingang der Kreuzkirche zu erreichen. Und die Bullen waren dann so konzentriert auf die Leute, dass sie gedacht, okay, jetzt kannst du auch, und bin losgerannt. Und mir sind dann zwei Bullen hinterher gespraddelt. Die hätten mich auf alle Fälle gekriegt, aber eben Regen, Pflasterstein, glatt, wurscht. Nicht ich, der Bulle. Also, und da muss ich sagen, als ich meine Stasi-Akten gelesen habe, auf die Stelle habe ich mich richtig gefreut. Aber da stand nicht drin, dass er auf die Fresse geflogen ist. Da stand drin, ich habe mich geschubst. Das fand ich auch interessant. Also, weil da habe ich gedacht, naja, gut, da habe ich halt einen Bullen geschubst. Aber ich meine, eigentlich halt, aber eigentlich hatte ich mich darauf gefreut zu lesen, dass er zu doof war. Naja, jedenfalls, diese Aktionen haben sehr viel Wirbel gemacht. Ne? Das ist eben auch so was. Also auch diese Protestaktion wegen reinste Lithiumwerk, was ja in Dresden-Gittersee gebaut werden sollte, wo ich tatsächlich, also spätestens in dem Moment mein pazifistischen Weltbild oder abgeschworen hatte, also nicht abgeschworen, sondern einfach, da hat er sich erledigt, weil es gab dann auch massive Auseinandersetzungen mit Bullen vor Ort und eine Freundin hatte damals ihr Kind vorne im Sack und der Bulle, und ich glaube tatsächlich, der hat es nicht absichtlich gemacht, weil er nicht gesehen hatte, hat zack, bumm, ausgeholt und das Kind getroffen. Ne? Und da bin ich so ausgerastet, also das war wirklich, da habe ich auch das erste Mal gemerkt, dass das impulsive Ausrasten tatsächlich was bringt. Also, weil die kamen dann auf mich und wollten mich dann, und ich habe dann gesagt, komm dran, ihr Schweine, komm dran. Ich war so auf Brast, weil dieses Schwein da einfach auf dieses Kind geschlagen hatte. Ich glaube, der war selber erschrocken in dem Moment, aber trotzdem. Und in dem Moment, also habe ich dann gedacht, nee, also mit Pazifismus schaffst du hier nie viel. Also das war eben für mich auch sehr, sehr lehrreich insofern gewesen. So. Na gut, es sind halt ein Haufen kleine Zeug, was wir gemacht haben. Und dann war ja 89 gewesen, wo dann die Leute massenhaft abgehauen sind und dann die Demonstrationen auch in Dresden. Und es war unglaublich. Also ich bin sowieso froh, in der DDR geboren worden zu sein, weil ich eben dadurch die Chance hatte, dieses System kennenzulernen und zu wissen, was ich nicht will. Und aber eben, um auch diese Oktobertage miterleben zu können, also muss ich sagen, also das war unbeschreiblich, also dieser Enthusiasmus, also das war unglaublich schön. Es war wirklich, das war wie dauerverliebt sein oder sowas. Also und dann hieß es damals aber auch, wir sollen uns verpissen, weil, also Leute, die eben aktiv waren, weil eben die werden alle kommen und euch holen. So, ne? Also da gab ja damals schon diese Listen für die Internierungslager, die geplant waren. Und dann habe ich gedacht, nee, scheiße, du kannst ja jetzt hier nicht abhauen. Also ich meine, das ist das, worauf du die ganze Zeit hinarbeitest und dann gehst du jetzt einfach weg. Also viele von unseren Leuten sind weggegangen. Das hat mich auch teilweise maßlos enttäuscht. Aber ich bin da geblieben. Ich habe dann bloß eben zu Hause also mein Ex-Mann damals, der war auch da zu der Zeit nicht in Dresden. Der war in Bulgarien zu irgendeinem Trickfilmfestival. Und ich habe dann zu Hause angerufen. Also mit dem Anrufen war ja auch immer ein bisschen schwierig, weil es gab ja recht wenige Telefone.
bin auf dem Hauptbahnhof, habe dort angerufen, meinen Großvater, und der hat dann meine Mutter irgendwie rangeholt, dass sie die Kinder holen sollen. Also weil die wollte gerne, falls irgendwas mit mir sein sollte, dass die Kinder halt tatsächlich in Sicherheit sind. Wir hatten tatsächlich auch alle, also wir hatten sowieso alle Kinder im Grunde genommen, wir hatten tatsächlich auch zu Hause immer so eine Art Vollmacht liegen, wenn irgendwas mit uns ist, wird der und der oder die und die eben die Kinder haben dürfen sozusagen. Also eben um faktisch dem ein bisschen den Riegel vorzuwerfen, dass sie halt und da irgendwelche staatliche Aufsicht gestellt werden. Jedenfalls habe ich eben die Kinder abholen lassen von meiner Mutter. Und das war irgendwas, was mich auch extrem berührt hat. Meine Mutter, also ne, ich habe ja vorhin erzählt, die sollte abschwören. Also die hat natürlich trotzdem immer zu mir gestanden, also weil sie mich halt auch liebt. Und die hat am Telefon damals zu mir gesagt, na Katrin, willst du nicht doch lieber gehen? Und damit meinte sie in den Westen gehen. Also sie hatte so eine Angst, dass sie faktisch selbst auf das Ding hinaus, dass wir uns dann wahrscheinlich nie wiedersehen, weil war ja damals noch nie klar, also wie die ganze Entwicklung sein wird, wollte sie lieber, dass ich und die Kinder in Sicherheit sind, als dass wir, also dass ich sozusagen irgendwie in den Knast komme oder so, ne? Und das hat mich, also ging wirklich mittendurch, also sie und meine Schwester damals, die dann inzwischen schon aus der SED ausgetreten war, also unglaublich, haben dann die Kinder geholt. Und ich hatte sozusagen wie, also ich konnte mich dadurch freier bewegen. So, das war sehr gut. Und es war wirklich unglaublich, diese Demo, also diese Spannung, das lag förmlich in der Luft. Das war, du bist eine Straße lang gelaufen und du konntest das richtig spüren. Also das war irre. Total irre. Also das möchte ich nie in meinem Leben missen, diese Gefühl mal gehabt zu haben. Ne? Also und naja, wir wurden, also dann waren eben so verschiedene Demos. Ich versuche das mal irgendwie ein bisschen zu zusammenzupacken. Wir sind dann auch, bin dann auch mit verhaftet worden. Und das war interessant, also weil die Assoziation, also es war so, also wir sind dann damals in die Kurt-Fischer-Kaserne gekommen, jetzt wo Stauffenberg-Allee ist, das war ja damals Kurt-Fischer-Kaserne. Und das war so gewesen, die haben uns faktisch in diesen Hofrinnen gefahren. Wir haben gesehen, alles, was männlich war, wurde in irgendwelche Garagen verpackt. Wir haben auch gesehen, wie Leute zusammengeschlagen wurden und so weiter und so fort. Und wir Frauen wurden in einen Duschraum geführt, der unterhalb, also der sozusagen Keller war. Also der war Duschraum. Also meine war offenbar nicht mehr in Funktion, aber und ich habe die Assoziation gehabt, wir werden jetzt vergast. Also das war irgendwie wirklich wir mussten dann alle an der Wand stehen, hier in Fliegerstellung, ewig lange, wurden dann wieder rausgebracht und wurden eben Etagen höher. Also dann war dann auch noch so, also wo wir eben auch an der Wand stehen mussten und du hast eben manchmal eben tatsächlich irgendwelche Schreie von irgendwo gehört. Also tatsächlich, aber ich kann mich nur an männliche Schreie erinnern. Also das war so, und dann standen zwei so eine Bullen hinter mir, keine Ahnung, wo die her waren oder so, und die fingen dann an, faktisch so eine Sachen wie, ja, wollen wir sie ficken oder irgendwie so, ne? Also das, und in dem Moment habe ich wirklich Angst gekriegt. Also das war wirklich, dann habe ich mich bloß umgedreht in meiner Angst und habe gesagt, haltet die Fressen. Und dann hat tatsächlich offenbar auch, die waren danach wirklich ruhig, das war ganz komisch. Aber danach haben die uns dann wieder eingepackt und wir sind dann in so kleinen Wagen sind wir faktisch irgendwie gefahren worden, wir hatten ja keine Orientierung mehr und dann standen diese Wagen mit laufendem Motor irgendwo rum und ich hatte wiederum das Gefühl, wir werden jetzt vergast. So. Ich habe danach noch mit anderen Menschen gesprochen, so, also mit anderen Frauen speziell, die haben gesagt, die hatten die gleiche Empfindung. Also das war jetzt nicht nur meine persönliche Panik, die ich hatte, sondern es ist einfach dieses Ding, dass du dich so ausgeliefert gesehen hast, also du hast einfach alles für möglich gehalten, so, ne? Deswegen denke ich, ist es also für meine Begriffe nicht weit hergeholt, ist vielleicht jetzt in dieser Zeit schwer vermittelbar, aber tatsächlich so, damals war das Gefühl so da.
ja, dann ging das ja, also dann waren ganz viele von uns waren dann im Bautzen inhaftiert, also männliche Leute, Menschen und ich weiß nicht, ich bin dann irgendwann draußen gewesen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange ich drin war, aber es waren ganz viele eben Mitstreiter von uns, dann saßen im Bautzen und dann kam ja diese Gründung der Gruppe der 20. Sagt euch das mal, dass eben hier dieser Frank Richter, dieser wunderbare Mensch, diese Gruppe der 20 kreiert hat, also praktisch aus auf der Prager Straße damals am 8. Oktober, glaube ich, war das abends gewesen, ja, zu der Zeit war ich noch im Gewahrsam, hat der praktisch, weiß ich, irgendwelche 20 Demonstranten und Demonstrantinnen genommen und hat eben die Gruppe der 20 kreiert, die in Verhandlungen mit Bürgermeister und so weiter eben dort treten sollten. Ich habe völlig vergessen zu erwähnen, dass wir zwischendurch noch das neue Forum gegründet haben. Also, ja, das ist ja vielleicht nicht ganz unwichtig. Also im August 89 gab es eben diesen Aufruf zur Gründung des, also da war noch kein Name dafür, neues Forum. Also das wurde dann in Berlin Grünheide. Da sind eben so Vertreterinnen und Vertreter aus allen möglichen Städten, die irgendwo schon politisch aktiv waren, sind dorthin gefahren und haben eben dieses neue Forum gegründet. Also was eben wie so eine riesige Plattform sein sollte. Also so ein, wo sämtliche politische Initiativen, Gruppen und Strukturen eben sich finden sollten, um sich gegenseitig auszutauschen und auch gewisse Sachen miteinander zu planen. So, also sowas gab es im kleinen Raum tatsächlich auch schon in Dresden, beziehungsweise in Sachsen, was der damals Bezirk Dresden, Bezirk Leipzig war. Also das tatsächlich, also es gab auch in Dresden diesen Tisch, wo eben wirklich Umweltgruppen, irgendwelche kirchlichen Gruppen, denn die zwei weltlichen Gruppen, Voicefels und Idee, mit dran saßen und wir faktisch eben Informationsaustausch gemacht haben, also im Grunde Netzwerkarbeit so, ne? Und das sollte dann eben, das neue Forum war eben sowas im Großen. Und dadurch hatten, also das ist dann auch in den Stasi-Akten, dadurch hatten die ja mich dann auch weiter noch auf dem Schirm, also jetzt bin ich doch ein bisschen, habe ich doch ein bisschen den Faden verloren. Jedenfalls diese Gruppe der 20 kam, war mir von Anfang an recht suspekt, muss ich sagen. Also ich habe gedacht, weil dann war eben, haben die ganz viel Veranstaltungen gemacht in den verschiedenen Kirchen in Dresden und die waren mega voll. Also die haben wirklich, also diese Dinger sind aus den allen Nähten geplatzt. Und wir wollten damals, also wir waren völlig übermüdet und alles, ne? Also wir waren, also die Nerven lagen auch ziemlich blank. Und wir wollten damals praktisch auch mit rinbringen, dass wir uns darum kümmern, dass die Leute aus Bautzen wieder rauskommen, ne? Wir hatten natürlich Angst um die Leute. Also das war wirklich, und da führte irgendwie kein Weg rein. Also jedenfalls in dieser Veranstaltung, wo ich war, kann ich mich erinnern, das haben die einfach ignoriert, als würde überhaupt nicht existieren, dass da die Leute, dass da Gefangene gemacht wurden, so, ne? Und in dem Moment habe ich gedacht, ey, das ist doch wie eine Stasi-Aktion. Du nimmst irgendwelche 20 Leute, ne? So, du hast Leute, die sind schon länger politisch aktiv, so, und die werden damit völlig außer Kraft gesetzt, ne? Weil du hast da 20 Leute, die natürlich, klar, die waren auf den Straßen und so, aber die haben, du musstest ja faktisch das Rad von vorne erfinden, so, ne? Also das war ziemlich drastisch gewesen. Also das hat uns extrem für Sorgen gemacht. Die Leute sind ja nach und nach rausgekommen. Und dann das ist so scheiß viel passiert. Also dann gab es ja eben diese Demonstration, wir sind das Volk. Was ich damals überhaupt noch nicht als so furchtbar empfand. Furchtbar empfand ich dann, wir sind ein Volk. Also, weil ich kann mich nicht erinnern, wirklich nicht, dass irgendjemand aus unseren Strukturen jemals davon gesprochen hat, dass Deutschland wieder zu vereinen sei. Also das gab wirklich, das war überhaupt kein kapitalistischer Kontext, in dem wir uns da irgendwo getroffen haben oder so. Ne? Also Kapitalismus war eigentlich immer scheiße. Ne? Also so. Und mit diesem wir sind ein Volk, ja, war das ja dann plötzlich anders. Und dann kam ja Kohl im Dezember 89,
Wann ist eigentlich die Mauer gefallen? Im November. November. Das war logisch. Das war auch krass. Als die Mauer fiel, das war unglaublich. Das war ein Gefühlschaos in mir. Also, weil ich gedacht habe, einerseits, boah, also, das gibt's doch gar nicht. Also, weil, dass die Mauer fällt, das war so weit weg von der Vorstellungskraft, also von uns. Und das ging ja wirklich so rasant schnell alles. Also, und dann eben diese, boah, ist ja unglaublich. Wir haben es echt geschafft, diese scheiß Mauer zu Fall zu bringen. Und dann diese, oh Gott, es ist zu früh. Was passiert denn jetzt? Also diese nicht damit umgehen können, dass plötzlich diese Mauer nicht mehr da ist. Also es war wirklich unglaubliches Gefühlschaos. Also war überhaupt, diese ganzen Tage waren ja unheimliches Gefühlschaos. Und dann kam eben Polen zuerst, das erste Mal nach Dresden. Und das war grauenvoll. Also das war wirklich, wir waren dann sozusagen eine größere Gruppe, die eben gegen Kohl demonstriert haben. Und dann war eben dieser Mob. Und das ist wirklich, im Grunde genommen ist das wirklich wie Pegida. Also das ist, ich denke, insofern wirkt das auch tatsächlich diese DDR noch nach. Also so, die eben hier, ja, bring uns das Heil und bla bla bla. Und wir haben uns plötzlich in dieser Situation wiedergefunden. Wir waren plötzlich, also wir wurden beschimpft als rote Socken, als Stasi und so weiter und so fort. Also wir waren plötzlich die ganze Zeit uns auf dem Schirm hatten und uns auch drangsaliert haben und so weiter und so fort. Und das war mega aggressiv. Also das war auch tatsächlich so, dass das mir persönlich jemand hinterhergerannt ist, der hatte irgendwie so eine kleine Axt. Also ich nehme mal an, so eine, was man zum Camping hat, hier so ein Ding. Und war dann so, ich bring dich um, du rote Sau und so weiter und so fort. Und die Stimmung war wirklich danach. Also das war furchtbar. Also diese Aggression, die da war. Also deswegen Mob, also boah. Und ich habe mich die ganze Zeit in der DDR weigert, irgendwelche Parolen mitzubrüllen. Also wenn jetzt hier 1. Mai war oder 7. Oktober, also irgendwelche Paraden, und ich habe mich wirklich rufen hören, DDR, unser Vaterland. Also wirklich, also weil es war wie eine Verzweiflung irgendwie so, ne? Und dann, also nachdem der Kohl wieder weg war, haben sich tatsächlich immer so Grüppchen um uns gebildet. Also ich sah mich dann plötzlich umzingelt halt von so verschiedenen Menschen, die auf mich einprasselten und so. Und also im Grunde genommen kann man fast sagen, das machte fast den Eindruck, als wäre das organisiert gewesen, obwohl ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Und dann ging es dann darum, also ich wollte denen dann irgendwie erklären, ey Leute, wir können doch das ganze Ding jetzt in unsere Hand nehmen. Ich meine, ihr kennt euch aus, ihr seid in den Betrieben und so weiter und so fort. Also das ist, ihr kennt euch doch aus, übernehmt doch die Dinger selber. Wir brauchen doch jetzt nicht diese Typen da aus dem Westen, die jetzt faktisch hier... Und dann war, also es war auch so völlig absurd, da war eine Frau, die brüllte mich dann an, eben was ich denn machen würde, also was ich arbeiten würde, und ich war ja damals zu Hause, habe ich ja gesagt, also weil die Kinder waren ja auch noch klein, und ich habe dann gesagt, ja, ich bin zu Hause, und dann, ja, geht nicht arbeiten, da, das Übliche, und dann fragte die mich plötzlich, haben deine Kinder schon mal Fisch gegessen? Also wirklich so völlig absurd, so aus der kalten, ja. Haben die schon mal Zander gegessen? Weiß nicht. Nicht mal richtig ernähren, ihr kann sie ihre Kinder, aber den Helmut Kohl ablehnen. Also in diesem Niveau drehte sich das Ganze. Also völlig abstrus. Also ich habe das bis heute nicht verkraftet, die Frage, weil die ist die ist so völlig mit Schucke gewesen. Also danach war mir aber klar, okay, wir haben verloren. Also wir haben noch nicht mal angefangen hier irgendwie. Und das war, da, ich habe dann wirklich einen richtigen Nervenzusammenbruch gekriegt. Also das war völlig, es war so grauenvoll für mich gewesen. Das war, also nicht nur für mich, das weiß ich. Wir sind wirklich in ein richtiges Loch gefallen. Also das sind ja auch so verschiedene Sachen. Ich habe mich wirklich lange auch selbst, also persönlich als Versagerin empfunden, dass wir es nicht geschafft haben, eben so eine Idee von, also damals haben wir nicht so genannt, aber das ist ja letztlich nichts anderes, von einer befreiten Gesellschaft oder so, tatsächlich irgendwie unter die Leute zu bringen, ne? So
Und ich habe es nicht verkraftet, dass also das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum man die eine Herrschaft los wird, um sich dann sofort die andere wieder ranzuzotteln. Also das war mir so, also war furchtbar gewesen, ja. Genau. Und was daraus geworden ist, wissen wir jetzt alle. Also ich weiß nicht, könnte jetzt natürlich noch ein paar Sachen weitererzählen, aber ich würde jetzt einfach erstmal stoppen. Vielleicht hat noch einer, die eine oder die andere eine Frage. Also, Jo. Ich hatte eine Frage, das war dann später, als du deine Stasi-Akten einsehen wolltest. Also ich kenne es aus meiner Familie, dass da so ein bisschen, naja, die Angst herrscht sozusagen. Also wenn die ihre Stasi-Akten einsehen, dass sie da entdecken, dass vermeintliche Freunde sozusagen sie halt verraten haben oder was auch immer. Hast du das ähnlich empfunden? Also ich habe mich natürlich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, ne, dass möglicherweise irgendwie, also das ging um eine spezielle Geschichte, wo ich gedacht habe, also oder beziehungsweise wo mir angetragen wurde, die Person könnte, und das wäre tatsächlich eine Katastrophe für mich gewesen. Ich habe aber mein Stasi, also ich bin aber trotzdem auch immer der Meinung gewesen, ich will sowas wissen, wenn sowas ist, ne? Also ich will jetzt nicht einfach nur die Augen davor verschließen, sondern wir müssen irgendwie damit umgehen, ne? Und es war aber so gewesen, dass ich tatsächlich in der Beziehung überhaupt keine schlimme Überraschung erlebt habe. Also das was mir jetzt persönlich irgendwie den Boden unter den Füßen weggerollt. Wie gesagt, also als ich das von meinem Bruder las, und dann, da habe ich erst gedacht, oh Scheiße, ne, aber der hatte gesagt, ja nee, nichts ist. Also, und eine Sache war auch noch die, und zwar eine Frau bei uns aus dem Haus, also in dem Haus, wo wir wohnten, damals in Löbtau, also als wir hergezogen sind nach Dresden, war eine, die war so alt wie ich, die hieß auch so wie ich, also Katrin, und die hat den ganzen Tag oben am Fenster gehangen, so, also das war wirklich unglaublich, und bei der hätte ich gedacht, die redet mit jedem über alles. Die haben die tatsächlich angesprochen, um irgendwelche Informationen über mich zu kriegen, also habe ich gelesen, lese weiter, und die hat gesagt, nö, mit ihnen rede ich darüber nicht, also bei der hätte ich das nicht mal übergenommen, ne, weil die war einfach, ne, weil die jetzt nie irgendwie, weil die für mich nicht bösartig gewesen war, die war einfach vertratscht, ne, so, und das war wirklich eine Überraschung, also wie mit dieser Lehrerin, wo du dachtest, cool, also, und eine andere Frau, also da ist auch so ein Ding hier von dem Abschlussgespräch mit der, die, also bei uns im Haus waren auch ganz viele Kinder, also wir waren sehr eng miteinander, auch über die Kinder, und die hatte unter anderem den Schlüssel, als wir das eine Mal weggefahren sind, falls irgendjemand kam. Wir haben auch Freunde erwartet irgendwie. Und offenbar haben sie die als Kontaktpersonen dann geführt. Und also das war für mich dann eine unangenehme Überraschung. Aber was mich vor allen Dingen angekotzt hat, also das war wirklich, also das zu lesen, wo ich gedacht habe, ey, du blöde Kuh, ne? Aber als dann so ein paar Seiten später noch die Quittung dafür kam, dass sie dafür, ich weiß nicht, 50 Mark oder irgendwie so hat sie gekriegt, da habe ich erst gedacht, oh nee, ist das ekelhaft. Also das war wirklich, das fand ich nochmal ein Ding krasser. Ne? Aber es war jetzt nichts, jetzt, was jetzt mich persönlich jetzt so irgendwie, nee, da hatte ich Glück gehabt in der Beziehung. Es ist gut, die Freunde genau auszusuchen. Ich meine, wir haben das ja damals tatsächlich auch so gemacht. Ne? Also ich meine, so wie wir es heute machen sollten. Eben dadurch, dass wir wussten, dass tatsächlich in jeder Gruppe mindestens einer drin sitzt, der irgendwie für die Stasi arbeitet, hast du ja bei bestimmten Sachen, wenn die wirklich konspirativ vorbereitet werden sollten, dir immer Leute gesucht, wo du dachtest, also denen vertraue ich wirklich. So, ne? Also, und das hat offenbar auch ganz gut geklappt. So. Du hast von einer anarchistischen Gruppe in Dresden erzählt. Und ich kenne das von so meiner Lektüre bisher, von so Sachen, dass so die Idee, was denn besser kommen könnte als die DDR, halt immer sowas in Richtung freiheitlicher Sozialismus war. Aber ich habe da irgendwie nie so richtig was Konkretes vor die Nase bekommen. So in dem Spektrum, wo du unterwegs warst, gab es da irgendwelche konkreten Vorstellungen, was denn so, oder zumindest eine Rahmenvorstellung, was so eine zukünftige bessere Gesellschaft aus eurer Perspektive
damals aussehen sollte? Muss ich sagen, leider nein. Also das Ding ist, also das war auch so ein Ding, weil also so ein Punkt, also dass ich mich selbst auch als Versagerin so gefühlt habe, weil dass wir das nicht geschafft haben. Wir hatten tatsächlich auch so viel damit zu tun. Also das ist ja heute ganz ähnlich, dass du manchmal ja den Dingen ständig hinterherräumst, ne? Dass du ja ständig irgendwie wie Feuerwehr bist, dass du im Grunde genommen die Sachen, also eben wirklich eine Utopie zu entwickeln oder so, also irgendwie überhaupt nicht dazu gekommen bist. Und ich glaube, erschwerend war auch noch tatsächlich, dass wir uns, wie gesagt, nie hätten vorstellen können, dass eben sowas wie die SED-Herrschaft gebrochen wird oder so. Also das war tatsächlich, worüber ganz konkret gesprochen wurde, dass die SED nicht die Alleinherrschaft haben darf. Also darüber wurde konkret gesprochen. Aber und auch so abstrakt, wie man sich eine Gesellschaft vorstellt, aber also so eben mit, also eine anarchistische Gesellschaft in dem Moment, ne, oder eine befreite Gesellschaft, ist mir scheißegal, wie man sie nennt, ne, aber wie wir jetzt dazu kommen, also jetzt außer in unseren Nischen, in unseren Blasen oder so, dazu sind wir nie gekommen, das zu entwickeln. Also das, denke ich, ist tatsächlich auch ein schwerer Fehler gewesen. Aber weil wir einfach weil wir eben ständig ja mit diesen kleinen Sachen auch die waren ja damals nicht klein, zu tun hatten. Also auch die Repression natürlich dann ja auch noch. Also das ist dann ähnlich wie heute, ne? Also, wo du ja ständig Feuerwehr bist irgendwie. Aber also wie hast du das auch, jetzt eine Frage? Wie hast du das empfunden? Hast du trotzdem über solche Ideen auch mit anderen Menschen außerhalb deiner Gruppe oder deiner Struktur gesprochen? Oder hattest du da schon auch so ein, wissen die irgendwie andere Eltern oder beim Einkaufen oder so? Oder hast du das ziemlich hinter dem Zaun gehalten? Nee, das hab ich nie gemacht. Also mich da jetzt irgendwie, also ich meine, klar, über bestimmte Sachen redet man nicht, aber aber wenn irgendwie so politische Diskussionen waren oder so, also zum Beispiel auch im Haus oder wie es der Geier war, also dann haben wir schon darüber wirklich auch offen gesprochen. Mhm. Und ich meine, das Ding ist ja, dass ja zum Beispiel auch, also viele Sachen haben ja die Leute einfach auch so mitgekriegt. Also zum Beispiel eben bei uns im Haus, also weil das war ja zwar so, dass also erstens die DDR sich als gleichberechtigt, also Frau, Mann, ne, eben als gleichberechtigt gehandelt wurde. Trotzdem gab es ja natürlich immer noch eine ganz klare Rollenverteilung so und das zum Beispiel bei uns, also eben war das schon so, ich meine, klar, ich bin zu Hause geblieben mit den Kindern, aber ich habe erstens den ganzen politischen Kram gemacht und dann war das auch so, dass wir tatsächlich uns die Sachen geteilt haben, also sowas, ne, Haushalt oder eben mit den Kindern und so weiter und so fort und das die Menschen natürlich auch sehr wohl mitgekriegt haben, so, also da gab es auch viele Gespräche darüber, so, und eben darüber dann hinaus, wie man sich das eben vorstellt, wie eben sowas, also wie man leben möchte, so, also das also das haben wir schon gemacht. Also da, das hätte ich irgendwie, glaube ich, doof gefunden, wenn ich das tatsächlich nicht diskutiert hätte. Also wenn es angebracht war, so. Also wenn es zur Sprache kam. Deine Frage, also gab ja in der DDR verschiedene Gruppen, die waren ja dann auch vernetzt und so weiter. Und Dresden war ein bisschen mehr anarchistisch geprägt. Ich habe in Berlin damals gelebt. Und da gibt es eine Böllner Plattform, die ist eigentlich von Leuten, die sich so, ja, also die das geschrieben haben, zwar Marxisten, so. Also rausgeflogen, der Inner hat in Bautzen gesessen und hatte dann so, also hatten alle irgendwelche Scheißarbeiten irgendwie. Und dann unter Kontrolle war, aber nicht zu kontrollieren. Das ist auch im Netz, kann man nachlesen. Es war aber auch nicht so, dass das jetzt so wie vom Zentralkomitee das Ding in Halle, die haben sich auch zu dieser VN, also Initiative war an die Stillinge bekannt, und da gab es Papiere, die sahen mehr anarchistisch aus. Und da gab es auch kein irgendwie Geschrei. So. Also das war, ich rede vom September, Oktober, August so. Also angeblich ist das Ding im August fertig gewesen und sie wollten es bloß noch nicht, weil
die anderen Gruppen hatten noch nicht gemacht. Und naja, wissen wir nicht, was Ausrede ist. Offiziell war das dann so Anfang Oktober raus. Und ja, kann man lesen. Und hat aber auch nicht geholfen. Ne? Also die haben mit am runden Tisch gesessen und so. Also als klar war irgendwie, also sag ich mal so ein bisschen analytisch. Am 4. November war so diese Demo in Berlin, und der habt ihr bestimmt gehört. Die kann man auch nachhören, irgendwie in YouTube oder so. Da sind die ganzen SED-Bonzen ausgepfiffen worden und die anderen haben Beifall gekriegt. Also so Schauspieler, die gesagt haben, und Politbüro, dem empfehle ich, das zu machen, was ich jetzt mache, abtreten. Das war Steffi Spierer, eine, die Agitprop als ganz junges Mädel in 20er Jahren gemacht hat und so. Also die SED-Bonzen wurden ausgepfiffen, Schabowski, so. Und nur haben die sich, also kann ich nicht beweisen, was gibt es genau, aber nur haben sich überlegt, was machen wir. Wir müssen irgendwie diesen Volk ablenken, sonst machen die was mit uns vielleicht. Kommen sie und holen die Schlüssel, setzen sich unter Stühle oder was weiß ich. So, und hat das irgendwie Quatsch. Also Schabowski war der Klügste. Die waren nie alle so besonders klug im Politbüro. Aber der war der Klügste. Und so im Mist, was der auf dieser Pressekonferenz gemacht hat, ohne zu sagen, ja, aber da muss man erstmal so einen Pass kriegen und dann dauert das doch ein paar Tage und für manche Bauer. Und so, nun gleich. Ja. So, die haben vielleicht gehofft, dass die Grenzen schließen, weil die wussten ja auch nicht. Und dann hätten sie, dann wären sie gehofft, dass sie die Russen rum, also die Sowjetunion dann rumkriegen, dass die wie beim 17. Juni losfahren. Vielleicht war das. Aber auf jeden Fall, und sonst ist eben der Mauer auf und dann rennen die Leute alle im Westen und dann kümmert sich um uns erstmal keiner mehr. Und dann können wir so ein bisschen so unsere Politik schieben und mal sehen, was wird. Kann ich nicht beweisen, aber diese Öffnung war, denn am 4. November waren ja 1 Million fast, wenn es wohl 500.000 waren da auf dem Alex. Keiner ist auf diese Mauer zu marschiert. Alle hatten, obwohl die keine Politik, also in Seitenstraßen waren die in Bereitschaft schon, ne? Aber allen war klar, wenn wir jetzt auf die Mauer losfeuern, dann wird geschossen, wir müssen diese Demo in Ruhe überwinden, weil wir mal sehen, was morgen und übermorgen. Darf ich du sagen? Ja, natürlich. Bitte darum. Was mich noch mal interessieren würde, was du auch erwähnt hast und ausgeführt hast, ist, dass, wenn ich es richtig aufgenommen habe, du nicht so den hundertprozentigen frühkindlichen Kontakt warst mit der sozialistischen Erziehung. Ist das erstmal? Meinst du, weil ich gesagt habe, ich war weder in der Kinderkrippe noch im Kindergarten. Ja, genau. Ja. Von deiner Erfahrung und dem Umfeld, was du dann hier gefunden hast, hat sich das in anderen Biografien wiedergefunden von Leuten, die du in deinem Umfeld hattest, die ähnlich, da, so, sag ich jetzt mal, gedacht haben und sich auch organisiert hatten, die aus, sag ich jetzt mal, einem anderen Hintergrund auch kamen? Das ist das eine, was ich fragen wollte. Und das zweite eigentlich auch, diesen Traum oder die Vision zu haben, dass wirklich 89, wo die Leute sich relativ kurzfristig, in einer kurzen Dynamik die Leute zusammengefunden haben und das zu einem Umsturz geführt haben, das ist ja, was ich mir dann immer so gefragt habe, ist, ob man da nicht der Gesellschaft ein bisschen zu viel abverlangt hat, weil es sind ja über Jahrzehnte autoritäre Strukturen vorgelebt worden, ja. Und am Ende, so ein bisschen die Enttäuschung, die ich bei dir raushöre, ist ja, am Ende hat sich nur eine andere Autorität wieder durchgesetzt, sozusagen, ich sag mal, mit ein bisschen breiterem Hinter und hat die andere beiseite geschoben. Und die Leute wollten eigentlich, ohne das wirklich auszusprechen, zwar irgendwie was anderes haben, aber sie wollten wieder
irgendjemanden haben, der klare Ansagen macht, der ihnen Verantwortung abnimmt, ja, aber eigentlich so einen Ersatz. Ja. Hm. Das ist so der zweite Teil, den ich noch habe. Also auf den ersten kann ich, glaube ich, relativ schnell antworten. Ich kann das ja nicht so genau sagen, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals irgendwie nachgefragt hätte oder so. Also es waren viele aus, auch aus christlichen, aber ansonsten weiß ich das nicht. Und bei den, bei dem zweiten, ich denke, es wurde extrem viel den Leuten abverlangt. Also so, also ne, das war, ich meine, guck mal, ich war damals 25, also ich war ja auch noch nie so alt irgendwie. Und für mich war das auch, man geht ja immer erst von sich aus, so, ne? Also so, und wie du tickst, so, ne? Und das musste ich auch erstmal verstehen, dass die Leute ja möglicherweise gar nicht so ticken. Also so, ne? Also das ist, das war auch, das, und natürlich, ich denke wirklich, dass, unterstelle ich, ein Großteil der Bevölkerung mehr materielle Sachen haben wollte. So, ne? Die wollten Bananen, die wollten Mercedes. So. Und das nehme ich ihnen übel. Weil, also, wo ich denke, also das ist wie heute, wo ich sage, warum? Wozu? Ne? Wer braucht das? So. Und das andere ist tatsächlich, also das wurde auch in den Jahren danach, also das ist mir auch erst so nach und nach klar geworden. Also das Ding ist, dass ich, also ich finde das jetzt seit kurzer Zeit, also schon zwar seit 3-4 Jahren oder so, wirklich angefangen wird, das aufzuarbeiten, was da eigentlich passiert ist. So, ne? Also auch für mich persönlich, ich habe vorher keine Literatur darüber lesen können, das war mir viel zu nah, das kann ich jetzt erst, ne? Also und mir eigentlich klar geworden ist eben, wie viel uns auch abverlangt wurde. So, ne? Also auch mir, also das ist ja einfach alles irgendwie weg gewesen. Also hier 89, 90 beschreibt er das auch schön, dass der dann hinten schreibt, früher war das so, jetzt ist es so. Also nicht in so einem Wehmütigen, sondern einfach nur als Fakt, ne? Und ja, und das Traurige, und das finde ich eben so krass, ist, dass die Leute wirklich absolut nicht in der Lage, also in die Lage versetzt wurden oder eben Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und das darf eben nicht passieren. Das, ne? Also so, und deswegen schreien sie ja heute auch wieder, das ist ja diese Kümmerer, ne? Also wenn ich sowas schon höre, eine Partei, die sich kümmert, also hallo? Ja, also, und deswegen denke ich, das ist auch wirklich, es sind die Auswirkungen noch von der DDR. Auch die wir jetzt hier aktuell mit Pegida, mit AfD erleben. Ja, natürlich, die wollen, dass sich jemand kümmert. Ist furchtbar. War das jetzt insofern? Okay.